Es steht der 26. Spieltag in der Bundesliga an mit den Partien Mainz gegen Schalke, Bayern gegen Hamburg, Hoffenheim gegen Wolfsburg, Hertha gegen Freiburg, Hannover gegen Augsburg, Samstagabend Leverkusen gegen Gladbach, am Sonntag Stuttgart gegen Leipzig, Dortmund gegen Frankfurt und am Montagabend Werder Bremen gegen Köln. Oben in der Infokarte findet ihr noch die Konferenz zu den Samstagsspielen. 4 sind es ja an diesem Wochenende an der Zahl. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen, tippt wie immer gerne mit. Und nicht wundern, heute ist alles ein bisschen kürzer und kompakter, aber so ist es nun mal, los geht's. Das Worst-Case-Szenario konnte der erste FSV Mainz 05 in Hamburg am vergangenen Samstag noch gerade so abwenden. 0:0 mit zwei blauen Augen und unter anderem Müller, der auch heute wieder im Tor stand, war das zu verdanken, beziehungsweise eigentlich nur ihm Elfmeter gehalten. Und was für Reaktion der Startelf-Debütant am vergangenen Samstag da ablieferte, das war schon sagenhaft. Der FC Schalke 04 kommt aber mit einem 1:0 zu Hause gegen Hertha im Rücken nach Mainz an diesem Freitagabend, wollen den zweiten Tabellenplatz festigen und sind hier auch klar favorisiert. Für den ersten FSV Mainz 05 sollte es aber auch mal wieder zu einem Sieg reichen, denn zufrieden kann man mit Platz 16 und dem gelieferten Spiel in Hamburg auch nicht sein. Der FC Schalke 04 allerdings machte von Beginn an klar, die drei Punkte sollten mit nach Gelsenkirchen genommen werden. Erste Möglichkeit nach 6 Minuten, Guido Burgstaller trifft hier noch das quergebellt. Dann kam auch mal Mainz nach vorne. Muto mit der Erstmöglichkeit nach knapp 10 Minuten. War eine gute Auftaktphase, aber für Fährmann hier kein Problem. Königsblau aber deutlich besser. Mbolo mit der Vorlage. Guido Burgstaller. Diesmal ist es noch präziser. 9. Saisontor für den Österreicher, der nach Gelbsperre wieder von Beginn an ran konnte. Und hier den Führungstreffer für die Gäste markieren konnte. Schöner Ball von Meier in die Tiefe auf Mbolo, der hat die Übersicht, dreht sich, passt auf Burgstaller, der ist viel zu frei und für Müller diesmal keine Chance. Das Unvermögen von Hamburg hatte Burgstaller hier nicht auf dem Fuß. Und vor der Pause nochmal die Riesenmöglichkeit, diesmal war wieder Müller der Sieger im Duell mit dem Torschuss. Bastian Oczypka hält drauf aus kurzer Distanz. Schöne Parade aber wieder von Müller. Der zweite Durchgang nicht mehr ganz so aufregend, aber die Chancen gehörten dann auch dem FC Schalke 04. Amine Harit testet wieder Müller. Es war unglaublich. Mit dem hat der erste FSV Mainz 05 sicherlich auch in Zukunft noch mächtig Spaß. Der anschließende Eckstoß. Nastasic nimmt den erstmal da an, Matija Nastasic, schön mit der Brust, dann die Direktabnahme mit dem rechten Vollspann und wieder war Müller zur Stelle, unglaublich. Dann 20 Minuten vor dem Ende, Mainz versuchte es, zumindest ein Punkt sollte es zu Hause werden. Wieder Muto, wie schon im ersten Durchgang, Linksschuss, diesmal aber knapp vorbei, wäre auch nicht verdient gewesen, aber sie kam nochmal kurz vor dem Ende. Diallo jetzt auch schon mit nach vorne gekommen. Giulio Donati testet Ralf Fährmann, 84. Spielminute. Und der Schalker Schlussmann hält dieses 1:0 fest. Der FC Schalke 04 im Endeffekt verdienter Sieger in diesem Duell am Freitagabend. Der erste FSV Mainz 05 erwachte zu spät und verliert hier zu Recht mit 0:1. Es war natürlich eine Frage der Ehre für den Hamburger Sportverein, sich beim FC Bayern München nicht zu sehr abschlachten zu lassen. Das hat man zu oft in der Vergangenheit mitmachen müssen. Allerdings klappte das Ganze nur eine Viertelstunde und der Torreigen für die Münchner schien in Fahrt zu kommen. Franck Ribéry mit einem wunderschönen Linksschuss, oben rechts rein, 1:0 für die Bayern, Christian Martinia früh geschlagen und der Ball passt perfekt ins Netz, das erste Mal an diesem Nachmittag. 23. Minute, es ging dann Schlag auf Schlag, 8 Minuten später, Corentin Tolisso, der zweite Franzose im Startaufgebot des Rekordmeisters, trifft
Nicht weniger schön anzuschauen, dieser Ball mit Glück über den Pfosten, prallt der Ball dann ins Netz. Das war natürlich viel zu einfach, aber wenn man ehrlich ist, es wäre ein Wunder gewesen, wenn es nicht in der Art und Weise hier zu Ende gegangen wäre. Noch in der ersten Halbzeit, wieder 8 Minuten später, Thomas Müller, der gegen Freiburg eine überragende Leistung ablieferte. Auch hier wieder klasse in Form, geht aber auch viel zu einfach, bleibt stehen, hält den Kopf hin. Zweiter Durchgang, nächstes Tor nach einer Ecke, Corentin Tolisso mit dem Doppelpack, 66. Spielminute. Es war einfach viel zu leicht und was soll man sagen, es war immer noch nicht vorbei, 73. Spielminute. Man hätte hier auch durchaus eine zweistellige Partie möglicherweise mit Rekordhöhe sehen können. Allerdings Bayern war im Abschluss dann fast noch gnadenbehaftet mit dem HSV. Müller hier 5-0, auch für ihn Doppelpack, und den Schlussstrich setzte dann Sebastian Rudi. Erstes Saisontor für ihn im Dress des FC Bayern München. 80. Spielminute, 6-0. Bayern weiterhin auf dem Weg in Richtung Meisterschaft. Natürlich, das ist keine Überraschung und der HSV wird hier abgeschlachtet. Anders kann man es nicht sagen, aber man hat schon zu viel erlebt, um zu sagen, das wäre jetzt eine sonderlich große Überraschung gewesen. Also der HSV in Richtung Liga 2 schießt sich nochmal richtig ins eigene Bein mit dieser Partie. Hoffenheim kann wieder davon träumen, Europa League zu spielen in der nächsten Saison, und der VfL Wolfsburg hat noch Albträume von der Relegation. 1-2 ging es gegen Leverkusen verloren und sie starteten hier auch nicht ganz so gut in die Partie. Andrej Kramaric, der Kroate, mit der ersten Möglichkeit der Partie auf das Gehäuse von Castells, der hier nicht eingreifen muss. Wolfsburg stand aber größtenteils unter Bruno Labbadia, ja noch ohne Sieg, aber gut und kompakt. Und die erste Möglichkeit nutzen sie dann zum Führungstreffer. Josip Brekalo, der Kroate, mit dem 0-1. Verdient ist was anderes, aber für Bruno Labbadia zählt hier natürlich nur eins. Und das wäre der Sieg. Verdient natürlich ist anders, aber wie gesagt, Bruno Labbadia ist der Letzte, der sich darum im Endeffekt scheren würde. Denn im Nachhinein hätten die sich durchaus das 2-0 dann noch irgendwie ergaunern können. Denn Hoffenheim brachte nicht mehr viel nach vorne und Wolfsburg dann mit diesem Schuss von Didavi, der allerdings nicht zielführend genug war. Zweiter Durchgang brauchte auch wieder, um in Fahrt zu kommen. Polanski, dann ist das Kramaric, der Lutzer. Giavogi den Ball ab, 9. Saisontor. Und die Kroaten sind hier in guter Abschlussform. Auch Andrej Kramaric macht hier das Ding, nutzt den Fehler aus. Castells ist ohne Chance aus der Distanz, aber dicker Fehler von Giavogi. Aber kurz vor dem Ende, kurz vor dem Schlussspurt nochmal Wolfsburg. Daniel Didavi, ja eigentlich besser mit dem linken Fuß, wie er im ersten Durchgang zeigte. Hier ist es der rechte Fuß, der im Endeffekt dieses 1-1 besiegelt. Hoffenheim und Wolfsburg in einem, ja, unbefriedigenden Endergebnis für beide Teams. Mit 1-1 trennen sie sich am Samstagnachmittag. So richtig gehören diese Teams ja nicht ins Gedankenfeld, wenn man sich den Abstiegskampf vorstellt. Allerdings war dies trotzdem eine wichtige Partie. Ein großer Schritt wäre möglich für den Sieger im Abstiegskampf. Und Hertha BSC machte am Samstagnachmittag den ersten Schritt in die richtige Richtung. Salomon Kalou mit dem Lupfer. 1-0, Schwolo überlistet, deutlich zu weit vor dem Kasten. Das war bitter und Hertha wollte gleich nachlegen. Rekik nach 17 Spielminuten mit dem Ball an den Querbalken. Aber dann kam Freiburg mal nach vorne, doch die Möglichkeiten waren nicht so richtig groß. Es gab zwar welche, aber sie nutzen diese nicht. Haberer nach 26 Minuten mit dem dritten Torschuss. Insgesamt zweiter Durchgang dann. Hertha wurde wieder ein bisschen stärker. Pal Dardai mahnte seine Spieler in der Pause wohl ab, denn gegen den SC Freiburg darf man sich keine
Unachtsamkeiten leisten und so ein 2:0 tut natürlich deutlich besser. Matthew Lecky, 58. Spielminute. Hertha ging nach nicht mal 60 Spielminuten mit 2:0 in Führung. Das war nicht sonderlich verdient. SC Freiburg spielte gut mit, aber Hertha war hier kaltschnäuziger. Wir sind schon in der letzten Minute nochmal die Möglichkeit zum Anschluss. Das Spiel nochmal in der Schlussphase spannender zu gestalten, klappte nicht. Hertha schlägt Freiburg und verabschiedet sich damit wohl endgültig aus dem Abstiegskampf und sichert sich damit vorläufig den sicher geglaubten Klassenerhalt. Die Stimmung bei Hannover könnte so schön sein, könnte, aber salzig das Verhältnis zwischen Fans und Vorstand und Geschäftsführung, aber das sollte eigentlich nicht die Stimmung verderben bei den restlichen Fans, die hier im Stadion waren. Augsburg legte allerdings einen guten Start hin, doch auch sie brachten Fehler in der Hintermannschaft. Hanik Lux da den Ball ab von Danso, viel zu einfach, 9. Minute, 1:0 für Hannover. Natürlich fehlen den Niedersachsen noch einige Punkte zum Klassenerhalt, zum sicheren Klassenerhalt. Die sollen hier möglichst schnell eingefahren werden. Und so kann man das mal machen. Danso verliert den Ball und Hinteregger lässt sich tunneln. Aber Augsburg ließ sich davon kaum beeindrucken. Schöner Schuss von Kuh. Ganz knapp streift der am Kasten vorbei. Gregoritsch ärgert sich, aber auch Chancen auf der anderen Seite. Hitz ebenfalls ordentlich in Gesprächslaune gegen diesen Schuss von Bacalords. Ist er aber zur rechten Zeit am rechten Ort. Wir springen in den zweiten Durchgang. Augsburg etwas spielbestimmender. Dann ist das erstmal eine schöne Parade von Schauner. Legt aber Gregoritsch den Ball auf. 65. Spielminute, das 10. Saisontor bereits für den Österreicher. Überragende Bilanz für Michael Gregoritsch und er bringt den FCA wieder auf die Erfolgsspur. Gegen Hoffenheim verlor man ja auch noch, ebenso wie Hannover in Frankfurt. Und beide Teams wollten hier 3 Punkte mitnehmen, besonders Hannover als Heimmannschaft natürlich unter Druck. Hitz aber mal wieder derjenige, der hier Ostschulek, einem Ex-Augsburger, einen Strich durch die Rechnung machte. Doch sie bekam nochmal die Chance. Hannover 96 durch Foul Katscher im 16er. Der Fuggerstädter gegen Jonatas tritt ihm in die Hacken und der Gefaulte trat selbst an. Jonatas gegen Hitz. Jonatas unten links, 82. Minute. Hannover 96 wieder in Führung. Da verliert er Marvin Hitz, schön gemacht, unten links rein, keine Chance für den Schweizer, doch Gregoritsch und Co. wollten hier unbedingt zumindest dann den Punkt mitnehmen. Gregoritsch hier gar nicht beteiligt, die Vorlage von Heller Kayubi, ganz wenig fehlt da zum Erfolgserlebnis. Es wäre auch nicht unverdient gewesen, dieses 2:2, aber Hannover 96 kann nach Pleite in Frankfurt wieder gewinnen und zieht mit 2:1 erfolgreich von dannen. Das Topspiel am 26. Spieltag lautete Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach und in der Bayer Arena sollte es für Leverkusen wieder erfolgreich werden, wie am vergangenen Samstag schon in der Volkswagen Arena. Der angeschlagene Sven Bender wurde durch Tin Jedwai in der Innenverteidigung ersetzt. Ansonsten keine Veränderung in der Startaufstellung bei der Werkself. Borussia Mönchengladbach wollte nach dem recht enttäuschenden 2:2 nach 2:0 Führung gegen Werder Bremen auch wieder Punkte sammeln. Gegen Leverkusen sollte das natürlich nicht sonderlich einfach werden, aber im vergangenen Auswärtsspiel klappte es ja. Gegen Hannover damals ein 1:0 Kramer mit dem entscheidenden Siegtreffer. Und Gladbach startet hier durchaus gut in die Partie. Hazard mit der Vorlage und Stindl. Ganz gefährliche Aktion für Bernd Leno, der da gerade noch den Ball aus dem Winkel kratzen kann. Hätte auch vermutlich
gesessen und das 0:1 bedeutet. Aber beide Teams mit Schwerfälligkeiten im Spiel nach vorne. Besonders Leverkusen als Heimteam brachte viel zu wenig im Strafraum von Gladbach zustande. Wir sind bereits in der 43. Minute. Kevin Volland testet Jan Sommer, aber macht da im Endeffekt auch zu wenig draus aus dem, was eigentlich drin gewesen wäre in dieser Aktion. Der Gladbacher Schlussmann rechtzeitig unten. Eine Stunde jetzt gespielt. Gladbach bemühte sich und Leverkusen kam nicht sonderlich klar und dann fast das 0:1. Thorgan Hazard, er hat einfach Pech momentan im Abschluss. Dann kam Leverkusen mal wieder mit einem Lebenszeichen nach vorne. Volland dribbelt sich da irgendwie durch, kommt da irgendwie dann letztendlich zum Abschluss, aber auch der war deutlich zu ungefährlich. Vestergaard stört, Elvedi hält die Hüfte rein und so eben weiterhin 0:0. Knapp 10 Minuten dann vor dem Ende. Leverkusen erhöhte ein wenig den Druck und dann der gerade eingewechselte Cuisance, ganz, ganz bitter, foult Bellarabi von hinten in die Wade. Es gab Strafstoß in der 80. Spielminute. Volland trat an, der in der ersten Halbzeit eine gute Chance vergab. Kevin Volland zittert er irgendwie über die Linie. 80. Spielminute, Leverkusen war irgendwie aus dem Nichts in Front. Alles andere als eine überzeugende Elfmeterleistung. Sommer ist in der richtigen Ecke, aber dieser etwas zu lasch wirkende Schuss geht dann unten rechts rein. Schmeichelhaft dieser Führungstreffer, aber Gladbach, zumindest ein Punkt hätten sie sich hier verdient. Eigentlich sogar drei, doch erstmal musste ja der Ausgleich geschaffen werden und wieder Hazard, wieder Pfosten. Richtig bitter. Wir sind in der Nachspielzeit. Sie gaben sich nicht auf. Ginter mit der Hacke. Hazard auf Vincenzo Grifo. Vincenzo Grifo 1:1. 92. Spielminute. Der erste Saisontreffer für Vincenzo Grifo. Und das ist hochverdient zum Quadrat. Unglaublich. In letzter Minute schaffen es die Gladbacher also doch noch, sich hier zumindest teilweise für eine gute Auswärtspartie zu belohnen. Leverkusen gibt das 1:0. Aus der Hand, ist im Endeffekt mit diesem Punkt dennoch sehr, sehr gut bedient. Denn für einen Heimauftritt war das zu wenig. Gladbach nimmt einen Punkt aus Leverkusen mit durch diesen Spielverlauf. Sicherlich auch nicht ganz unzufrieden mit diesem Punktgewinn. Nach menschlichem Ermessen hat der VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende in Köln den Klassenerhalt festgemacht. Doch man ist im Schwabenland durch die Vergangenheit sehr, sehr demütig geworden und möchte alle Achtung davor haben, noch einmal so etwas zu erleben, möchte das verhindern und im selben Formationsgebilde soll es wie am vergangenen Sonntag schon um 15.30 Uhr gegen Köln auch gegen Leipzig klappen in der Mercedes-Benz Arena. RB Leipzig kommt nach dem 1:1 zu Hause gegen Dortmund ebenfalls im 4-2-2 in die Gästearena und will in der Doppelspitze mit Augustin und Timo Werner zwei erfolgreiche Torschützen an diesem Nachmittag wissen. Schönes Wetter in der Mercedes-Benz Arena, der VfB Stuttgart, ja, das Sonntag 15.30 Uhr spielen, mittlerweile gewöhnt. Am vergangenen Wochenende, wie gesagt, beim Tabellenletzten aus Köln klappte es ganz gut. Hier hatten sie die erste Möglichkeit, offenbarten aber durch ihr mutiges Spiel nach vorne auch Lücken in der Defensive. Forsberg im Zusammenspiel mit Werner, der bekommt den Ball wieder. Timo Werner, 11. Saisontor, 25. Spielminute. Die Gäste führten wie aus dem Nichts. Der VfB machte das Spiel in der heimischen Arena. Und der Gast schlug eiskalt zu. Hasenhüttl konnte mit dem Ergebnis natürlich zufrieden sein. Doch das Spiel war alles andere als ansehnlich, besonders aus seiner Perspektive als RB-Trainer. Doch das sollte noch besser kommen für die Gäste. Nächste Aktion, Marcel Sabitzer wird nicht richtig angegangen und dann knallt er den Ball unten rechts ins kurze Eck rein. Der Doppelschlag
für RB und richtig bitter für Stuttgart, die bis dato eine wirklich tolle Partie abgeliefert hatten, kassieren hiermit einmal zwei Gegentreffer und liegen 0-2 zurück. So ein bisschen vielleicht Flashbacks im umgekehrten Sinne zum vergangenen Spiel gegen Köln. Da schlugen sie zweimal aus dem Nichts zu. Hier mussten sie jetzt mal den Gegenschlag verkraften. Aber vor der Pause war durchaus nochmal der Anschlusstreffer drin. Santiago Ascasiba, schöner Versuch. Fehlt nicht viel, dass der Ball oben rechts im Winkel einschlägt. So ging es 0-2 in die Pause und dann im zweiten Durchgang weiterhin VfB deutlich besser im Spiel. Und dann fragwürdige Situation, Donis gegen Klostermann. Und normalerweise kann man da auch Strafstoß geben, den gab's nicht. Und so plätscherte die Partie so langsam vor sich hin ins Schlussviertel. Chance von Brümer, aber deutlich zu schwach. 10 Minuten jetzt knapp vor dem Ende. Stuttgart kam nochmal, aber mehr als so ein paar Annäherungen kam dabei kaum rum. Ginczek vergibt nochmal die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Im Endeffekt, Stuttgart schlägt sich gut, hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt, ist aber clevereren Leipziger 0-2 unterlegen. Das Westfalenstadion war wieder ausverkauft. Im Gegensatz zum Montagsspiel vor zwei Spieltagen gegen Augsburg waren gegen Frankfurt wieder alle Mann an Bord. Und es sollte nach dem 1-1 gegen Leipzig und dem 1-1 gegen Augsburg wieder zu einem Sieg reichen. Keine Veränderung in der Startelf von Peter Stöger. Klar Form verbessert gegen Leipzig. Nichtsdestotrotz, jetzt müssen die Siege her. Ansonsten wird es schwer mit der direkten Champions-League-Qualifikation, zumal jetzt ein direkter Konkurrent im Kampf um die ersten drei Plätze in den Signal Iduna Park kam. Denn Eintracht Frankfurt überragend in Form, die ganze Saison schon 1-0 gegen Hannover, das war keine Glanzleistung. Nichtsdestotrotz eben die drei Punkte mitgenommen, was ja auch für eine Spitzenmannschaft spricht. Allerdings hier hatte erstmal Dortmund den besseren Beginn. Sie waren natürlich im Signal Iduna Park wie eigentlich immer der Favorit, wenn es nicht gegen den FC Bayern geht. Und deswegen war Frankfurt hier erstmal auf Verteidigung bedacht, kam aber auch nach vorne. Sebastian Haller mit der Vorlage auf Rebic. Sie hören den Abseitspfiff. Der Ball drin, aber klar nicht gegeben. Klare Angelegenheit, nichtsdestotrotz. Frankfurt spielte auch nach vorne und das zeigten sie weiterhin. Timothy Chandler über die linke Seite mit der Flanke und Danny da Costa, der per Kopf schon am vergangenen Wochenende gegen Hannover erfolgreich war, macht es hier, Pass um ein Haar, erneut der Ball im Winkel per Kopf. 35. Minute dann. Götze völlig frei auf dem zweiten Pfosten, wie aus dem Nichts die Möglichkeit zum 1-0. Dortmund tat sich schwer gegen auswärts extrem starke Frankfurter. Radetzky war zur Stelle und hielt das 0-0 fest. Wir springen in den zweiten Durchgang. Gacinovic mit dem Fehler. Mario Götze mit dem Abschluss. Der Fehler von Mihad Gacinovic wird nicht ausgenutzt. Lukas Radetzky ist zur Stelle, pariert den Ball. Wehrt ihn ab zum Eckstoß, aus dem Nichts resultierte. Aber nur wenig später, auch Frankfurt durchaus gewillt, nach vorne was zu bieten. Sebastian Haller bringt den Ball auf Mihad Gacinovic. 0-1, Eintracht Frankfurt, die Auswärtsmannschaft vom Dienst, schlägt mal wieder eiskalt zu und geht in Führung. Keine 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Aufregender Beginn auf beiden Seiten, die Chancen für den Führungstreffer und Frankfurt jetzt hier das Müh kaltschnäuziger. Dortmund wollte das nicht auf sich sitzen lassen, nur 6 Minuten später die Riesenmöglichkeit, aber Abraham zwischen Ball und Tor zur Stelle mit der Hüfte und der Gegenangriff folgte auf dem Fuß. Timothy Chandler über die linke Seite ging viel, Piszczek nicht ganz auf der Höhe. Toprak kommt zu spät, Rebic allerdings gibt Bürki den Ball recht
leichtfertig. Wir springen in die 88. Spielminute. Wie aus dem Nichts dann doch noch der Ausgleich. Borussia Dortmund Moral kann man ihnen definitiv an diesem Abend nicht absprechen. Maximilian Philipp zur rechten Zeit am rechten Ort. Köpft den Ball in den Winkel. Toprak noch ans Aluminium und dann ist auf der Linie Fernandes zu klein, kommt nicht mehr hinter. Und so der Ausgleichstreffer für Dortmund. Und es gab nochmal eine Standardsituation. Etwa zwei Tore nach Eckball. Pulisic, erstmal Radetzky, der den Ball rausbringt. Die Nachspielzeit war abgelaufen. Doch es gab nochmal die Möglichkeit. Toprak, das Tor völlig frei nach dem Schuss von Götze. Und dann ist es Toprak, der aus der Drehung da noch das Bestmöglichste rausholt. Dortmund wieder nicht mit einem Sieg gegen Frankfurter, die im Endeffekt mit dem 1:1 sicherlich besser leben können. Der erste FC Köln könnte vom Schicksal kaum gebeutelter sein und auf der Gegenseite SV Werder Bremen, ja, nach dem 2:2 in Gladbach am Freitagabend vergangenen Spieltag voll und ganz wohl auf besonders das letzte Heimspiel auch positiv in Erinnerung. 1:0 gegen Hamburg im Nordderby. Und jetzt sollte es gegen den Tabellenletzten aus Köln, der vermutlich jetzt den Abstieg am vergangenen Wochenende gegen Stuttgart besiegelte im Negativen, die drei Punkte her. Timo Horn im Tor, bitter natürlich seine Rolle, besonders im letzten Spiel. Aber er wurde aufgebaut, wieder gepusht, spielt ja sonst eine überragende Saison. An ihm liegt es nicht, dass der erste FC Köln da unten drin steht. Und sie begann auch durchaus mutig, denn eins kann man den Kölnern die komplette Rückrunde unter Stefan Rutenbeck nicht absprechen. Die Moral und die Leidenschaft, die sie in die Spiele reinwarfen. Es ist ja rechnerisch noch möglich, aber gegen Stuttgart, das war schon so ein bisschen die Entscheidung im Abstiegskampf gemeinsam mit dem HSV. Wird es wohl in Liga 2 gehen? Und Hector hier mit dem Fehlpass im Mittelfeld. Natürlich sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber es geht schnell, denn Werder Bremen überragend in Form, nutzt das aus. Ishak Belfodil, zweites Saisontor und diesmal gehört der Treffer auch zu 100% ihm. Im letzten Heimspiel gegen Van Drongelen, kann man sagen, hat er den Treffer erzwungen, den Innenverteidiger unter Druck gesetzt und hier ist er jetzt höchstpersönlich als letzter mit dem Fuß dran. 1:0 für Werder Bremen. War jetzt nicht sonderlich verdient, aber Florian Kohfeldt weiß, wie er sein Team einzustellen hat. Auch wenn es nicht spielerisch überragend ist, sind sie immer wieder gefährlich. Osako kurz vor der Pause nochmal mit dem Abschluss. Aber ansonsten war der erste Durchgang spielerisch eher Schonkost. Und im zweiten Durchgang sollte sich das aber ändern. Delaney von Florian Kainz bedient. Wunderbarer Ball vom Österreicher. Und dann fehlt da im Endeffekt nur ein bisschen Glück. 2:0 wäre hier auch schon deutlich übertrieben gewesen. Aber auch Werder Bremen mit Fehlern im Verbund, im Abwehrverbund. Bittencourt kann das allerdings nach einer knappen gespielten Stunde nicht ausnutzen. In der kurzen Ecke ist Jiří Pavlenka mit dem Fuß da und verhindert den Ausgleich. Eine halbe Stunde knapp noch zu gehen. Werder Bremen immer wieder in die Schnittstelle. Spielen sehr gefährlich. Köln in der Mitte offen. Sie mussten natürlich nach vorne spielen. Denn, wenn man ehrlich ist, so ein Punkt würde hier auch zu wenig sein. Die Hoffnung, die eigentlich schon komplett versiegt ist, wäre dadurch vielleicht nochmal aufgekeimt. Und sie versuchten es weiter. Simon Terodde, 80. Minute natürlich. Es kommt dann auch noch Pech dazu. Aber sie versuchten es weiter und weiter. Der erste FC Köln, hätte er so die ganze Saison gespielt, er würde nicht dastehen, wo er jetzt steht. Und Werder Bremen, die sind eiskalt. Konterten, 95. Minute, letzte Aktion des Spiels. Thomas Delaney setzt dem Spiel jetzt den Deckel drauf. 95. Spielminute. Der SV Werder Bremen macht den nächsten großen Schritt im Abstiegskampf
und schlägt den ersten FC Köln mit 2:0. Über weite Strecken der Partie war Werder Bremen nicht die bessere Mannschaft. Sie waren aber kühler vor dem Kasten und kaltschnäuziger. Wenn es läuft, dann läuft es eben. Der nächste Erfolg für Werder Bremen und Köln. Ja, es geht weiter in der Bundesliga für sie, aber sie können sich mit dem Abstieg wohl abfinden. Jo, und hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse der Prognose und meine Tipps in der Übersicht. Tippt auch ihr wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich freuen. Ansonsten über ein Abo oder eine Bewertung würde ich mich ebenfalls sehr entzückt zeigen. Ansonsten viel Spaß mit der Bundesliga, bis dann und ciao. I walked into the room. Imagine my surprise. You were sitting close to him, staring in each other's eyes.